Dein Handy klingelt die ganze Zeit. Wir brauchen eine Klimaanlage. Hast du nicht gesagt, das sind Umweltkiller? Ist mir egal. Aber jetzt kann doch kein Schwein schlafen. Mach dein Handy aus. Dein Handy nervt. Ich geh heim. Fängt gleich sowieso wieder an. Sonst alles okay? Bauchweh. Das kommt von den Nüssen, habe ich dir gesagt. Von Nüssen muss ich pupsen, krieg aber keine Bauchschmerzen. Mama! Ja? Lochin, du musst zu Toto kommen. Jetzt. Komm her, sofort, bitte. Was? Es ist wichtig. Conchita? Jetzt beruhig dich erstmal. Wo bist du? Ich sage bei Toto. Du musst kommen, bitte. Ja. Ja. Und Tee und Ei. Kenn ich nicht, tut mir leid. Das war ihr direkter Nachbar, Frau Josefi. Ja? Über mir. Direkt nebenan. Ach so. Lochin, Lieutenant. Wofür ist denn der Sekt dankbar? Abitur vom Jüngsten. Geb einen aus. Ach, ist das der, den ich mit dem Tütchen erwischt habe? Morgen. Gut, dass wir anmachen da. Unsere Spray haben wieder zugeschlagen. Mhm. Wie viele Autos sind das jetzt? Ja, über 500. Mhm. Tja. Morgen. Morgen. Wo ist das Kind? Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass Toto überhaupt ein Kind hat. Toto? Ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ist das der Tote? Ja, Thorsten Toto Heinz. Dealer. Eine lange Liste bei uns. Das heißt, drüben mit mehreren Messerstichen auf dem Sofa. Keine Spur vom Messer und keine Information über ein Kind. Hast es ja mal wieder nicht für nötig gehalten, den Kollegen zu informieren, bevor der Leichenhof sammelt war. Dankwart, weg mit den Flaschen. Ach komm, Dankwart Sprossling hat das Abi bestanden. Muss ich euch jetzt die Anordnung zum Thema Alkohol im Dienst zitieren? Weiter Nachsatz zur Geschäftsführung der polizeilichen Landes... Magda, klär du doch mal, wer und wo dieses Kind hier ist. Na, Ned?
Hallo? Dankwart und du, ihr beide befragt den Nachbarn. Er ist die Frau, die dich angerufen hat. Conchita Alonso, Spanierin. Seit 6 Jahren in Deutschland. Gelegenheitsjunkie, Gelegenheitsnutte. Also nichts Wichtiges. Wenn du nichts dagegen hast, dann fahr ich mal hin. Soll ich mitkommen? Nee, das mache ich alleine. Ich kenne sie ganz gut. War mal eine Informantin von mir. Freundeskreis. Ja, Rick, du kommst mit mir aus Revier. Wir schauen uns mal die Akte von diesem Thorsten Heunz an. Ja, und darf ich was sagen? Dein Schwager nervt. Muy bien. No, no, no. Conchita no está ahí. Está en la habitación de Elena. Brujín. Este es Brujín. Ahora todo va a ir bien. Come. Es nicht so schlimm. Es nicht so schlimm. Brujín. Sie brauchen Arzt, sie muss ins Krankenhaus. No, 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 das geht nicht. Sie hat keine Aufenthaltsgenehmigung. No te preocupes, amor, ne? Ich schicke da jemanden vorbei wegen der Wunde. Aber keine Polizei, ja? Also, was passiert letzte Nacht? Wir waren bei Toto. Ich brauchte noch ein bisschen was zum Vergessen. Ne? Ich dachte, du bist sauber. Nicht für mich. Ich schwöre Blochin für Elena. Sie hat eine Abtreibung. Und dann? Wir sind reingegangen, weil die Tür offen stand. Wir sind, Toto war im Wohnzimmer, auf dem Sofa, voll mit Blut und einem Messer im Bauch. Ich habe das Messer rausgezogen. Du hast was? Ich wollte ihm helfen, aber er war schon tot. Du hattest Angst, als du angerufen hast. 2 Männer sind in die Wohnung gekommen. Wir haben uns im Badezimmer versteckt und sie haben uns gehört und sie sind gekommen und haben gegen die Tür. Sie haben kolpiert como locos, weißt du? Und sie haben gesagt, sie sind von der Polizei. Polizei? Mhm. Sie haben gerufen, Polizei, Polizei, aufmachen. Aber ich habe ihnen nicht geglaubt. Warum? Sie haben kein Licht angemacht. Sie sind reingekommen como las sombras. Warum? Doch hin. Hm? Hör auf, ich will das nicht mehr, das weißt du auch. Wegen einer Frau? Wegen ihre multiple. Multiple Sklerose. Sí. El Diablo lo tiene en cuenta. Doch hin. Toto war dein Freund, no? Irgendwann mal, ja. Pass auf dich auf. Eine Freundin hast du nicht irgendwann mal. Eine Freundin hast du für immer. Und, wie ist es? Boah, ich bin müde. Nur 3 Stunden Schlaf, das ist nichts mehr für mich. Bin ich zu alt für? Sag das nicht immer. Was? Dass du alt wirst. Sagst du zu oft in letzter Zeit. Das ist unsexy. Du findest mich unsexy? Nee. Und solange du noch 3 Mal hintereinander kannst, finde ich dich auch nicht alt. Elternabend heute, ne? Ja, ja, 9 in der Schule, ich bin da. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, schöne Grüße. An wen? Mein Bruder. Ja, muss ich jetzt immer Lutent von dir grüßen, weil wir beide bloß mal über das Vögeln reden? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Irgendwas hinkriegen. Dominik. In einer Stunde Ansprache vom Innensenat. Es geht um die Sprayer. Die können es nicht lassen. Was haben wir damit zu tun? Immerhin geht es um die PKWs der steuerzahlenden Wählerschaft. Was war heute Morgen? Hm? Wieder mal ein Alleingang von Blochin? Pass auf deinen Schwager auf, Dominik. Ich warne dich. Tja, dann stelle ich mein Erschießungskommando zusammen. Oder Bungatz? Ja? Na, ne? Hättest hier bleiben sollen, das ist echt lustig. Das BKA ist hier und hat uns von den Ermittlungen enthoben.
Internationale organisierte Kriminalität meinen die. Zuständigkeit BKA, wir sind raus. Was denn, OK bei einem kleinen Dealer? Die sehen überhaupt nicht aus wie BKA. Sind mehr so Geheimdienst. Alles gut. Ich rede mit Pungard. Die große Gabo. Deine Schüler gucken dich an, als wärst du Chuck Norris persönlich. Ein bisschen Show muss sein. Damit spiel ich die Plauze weg. Wie geht's, Blochel? Gut. Doch, ja. Gut. Doch, ja. Redet man so bei der Polizei. Lieutenant? Blochin, wo bist du? Ich ermittle im Mordfall Thorsten Heinz. Kannst du abbrechen? Das BKA hat uns den Fall abgenommen. Das ist jetzt Sache der OK. Was soll Toto denn mit der organisierten Kriminalität zu tun haben? Na, wenn du es nicht weißt. Ich weiß es erst recht nicht. Und was ist mit dem Kind in Totos Wohnung? Gibt es nicht. Hat keiner im Haus je gesehen oder keiner erinnert sich daran. Da hat aber definitiv ein Kind gelebt. Wer sagt das? Vielleicht war er ja nur ein kranker Spinner, der gerne in Kindersachen unaniert hat. Nee, das war er nicht. Muss irgendwelche Spuren geben, DNA oder so. Genau, und die findet jetzt bestimmt das BKA. Komm nach Hause, Junge, wir vermissen dich. Probleme. Ich suche Doreen. Wieso, hast du das ausgefressen? Ich wollte nur mal mit ihr quatschen, hab sie lange nicht gesehen. Trainiert sie hier noch? Was, hier bei uns? Nee. Hatte Motorradunfall vor ein paar Jahren, geht das nicht mehr. Job jetzt im Bodytech-Center. Bodytech? Ja, unten am Roten Rathaus. Guck's dir an, das ist der ganz neue heiße Scheiß. Übrigens, Doreen und ich sind jetzt. Echt? Hm? Und Doreen und Toto? Schon lange nicht mehr. Siehst du ihn ab und zu noch? Ab und zu, ja. Warum? Er ist tot. Was ist passiert? Das kann ich im Moment nicht. Was für ein Scheiß! Sind die scheiß Kunden raushängen? Wer hat dir denn den Arsch gerettet damals? Aus dem Ball gegen die Wasserrostung, Jungs! Wer war das? Das ist genau so oft, hab ich dahin gerettet. Willst du das hier vor deinen Schülern? Nein. Hier. Das kann ich gut verstehen. Aber Sie sehen es selber, der Bürgermeister sitzt mir im Nacken. Und wir stehen kurz vor den Wahlen. Zwar nicht in Berlin, aber... Ja, egal, irgendwo sind ja immer Wahlen, was? Genau. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Jedenfalls sind diese Sprayer nichts, womit sich die Mordkommission normalerweise beschäftigen sollte, ist ja völlig klar. Aber diese Chaoten schädigen jede Nacht die Autos und damit den Wurmfortsatz einer ganzen Menge männlicher Geschlechtsgenossen. Und deswegen brauchen wir Ihre Unterstützung. Und wenn... Entschuldigung. Ja, muss mal rangehen. Ich bin der Bürgermeister. Ja, ich... Nein, das geht. Ja, Sie haben den Senator gehört. Wir müssen diese Sprayer unschädlich machen. Alles andere muss zurückstehen. Ja? Ich habe da mal eine Frage. Wir verfolgen da momentan eine ziemlich heiße Spur wegen dem skandalösen Kinderwagen-Vandalismus im Prenzlauer Berg. Jeden Tag hunderte von unschuldigen Kindern, schreiende Kinder, von oben bis unten mit Sojamilch verschmiert. Sollen wir da jetzt auch die Ermittlungen zurückstellen? Ich meine, das sind ja immerhin zukünftige Wähler. Vielen Dank für diesen berechtigten Einwand, Herr? Stötzner.
Dominik Stötzner, Leiter der MK7. Ich werde mir Ihre hilfreiche Einlassung notieren. Mordkommissariatsleiter Stötzner. In dem Anzug sind 16 Elektroden verborgen. Und die Stromimpulse führen an den gezielt ausgewählten Stellen zu Muskelkontraktionen, die sowohl... Moment bitte. ...als auch helfen, Muskelmasse aufzubauen. Entschuldigung, ich komme nicht. Um die Ecke war unser erster Laden. Ehemalige Wäscherei. Gabe und ich haben es der Treuhand für ein Appel und ein Ei abgequatscht. War Eds Massagesalon. Ach, massiert haben die Mädels auch. In eurem Salon verkaufen sie jetzt Kaffeelatte. Also irgendwie geht's immer noch um Latten. Was mit deinem Bein? Motorradunfall. Mit Toto? Nee, das war da ja schon lang vorbei. Mit Gabo. Der hat mir gesagt, ich soll ihm auf gerader Landstraße die Augen zuhalten. Na, Gabo eben. Immer einen auf dicke Hose, aber süß. Ich war dann ja auf Rea, im Süden. Gabo hatte gar nichts, nur ein paar Schrammen. Hätte wahrscheinlich nicht wiederkommen sollen. Denke ich manchmal. Doreen, Toto ist tot. Woran ist er denn gestorben? Jemand hat ihn erstochen. Na, ich weiß nicht. Es hat ein Kind bei ihm gelebt. Das Kind ist verschwunden. Die Mutter können wir auch nicht finden. Hast du eine Ahnung, wessen Kind das ist? Nee, wir hatten in der letzten Zeit kaum noch Kontakt. Ich muss jetzt weitermachen. Besuch doch mal Gabo. Der wird sich freuen. Mensch, David, komm mal hoch, ey. 3 Tagen kommt der Stoff, wir haben noch einiges zu erledigen. Du blödes Arschloch. Toto ist noch nicht mal unter der Erde. So, Schatz? Ohne Toto kriegen wir Schwierigkeiten mit dem Vertrieb. Das waren alle seine Kontakte. Da muss uns der Bloch hingehend helfen. Der hat Nerven, Mann. Auch nach 15 Jahren einfach auf und sagt, der Toto ist tot. Wahrscheinlich hinter ich weiß es, Scheißbulle. Komm, lass den Bloch in Ruhe. Der hat wenigstens geschafft, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen. Dann wir haben es nicht geschafft, oder was? Jetzt mal redest du so ein Müll, ey. Du musst was essen, Süße. Mach den Kram los. Was soll das denn? Warte, tut doch auch nicht wieder lebendig. Kamen heute am Berliner Flughafen Tegel die ersten Aussiedler aus Kabul. Hast du das gefunden? Nach dem Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan in Deutschland aufgenommen, da sie in ihrer Heimat Repressalien durch die... Vielleicht ist Arian da mit dabei. Sie waren als... Vielleicht kommt er aber auch erst mit der zweiten Welle. Viele von Ihnen als... Wer ist denn jetzt Arian? Kumpel aus Kabul. Von seiner Familie kommt das Opium. Das hat mich gerade auf eine richtig gute Idee gebracht. Man sagt ja immer, die Jüngeren profitieren von den Älteren. Aber ist es nicht eigentlich so, dass die Älteren missbraucht werden, um den Lehrer abzulernen? Lernen voneinander. Und bei Projektarbeiten finde ich das sehr wichtig, dass sie voneinander lernen. Also ich bin dafür, dass es diese jahrgangsübergreifenden Klassen gibt. Es ist halt, die ganze Sache hört sich erstmal gut an, aber sie ist nicht wirklich umsetzbar, weil es gibt halt diese besseren Schüler, die irgendwo ein bisschen weiter sind. Dann gibt es die, die halt viel zu weit zurückhängen und dann sollen die auch noch zusammenarbeiten. Ist alles okay? Und Lehrer, auf jedes Kind dann speziell einzugehen, was andere Fähigkeiten hat, stelle ich mir jetzt sehr kompliziert vor, das alles unter einem. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann möchte ich Sie alle bitten, sich in die Listen einzutragen. Ja, okay, also ich habe noch eine Frage. Ja. Der Spanischlehrer der Klasse. Herr Dr. Weber. Kann man den gegen irgendjemand anders austauschen? Herr Dr. Weber gehört zu den meist respektierten Lehrern im ganzen Kollegium.
Ich verstehe nicht, warum... Ja, Grille hat aber Angst vor ihm. Und sie ist kein Mensch, der schnell Angst vor jemandem hat. Und wenn sie Angst vor diesem Dr. Weber hat, dann heißt es einfach, dass er kein guter Lehrer ist, ganz klar. Und wenn man Angst hat, dann lernt man auch nicht gut. Was denn? Was? Ich bin sicher, dass Grille weniger Angst vor ihrem Lehrer hätte, wenn sie ihre Vokabeln lernen würde. Ja, aber sie lernt nicht, was sich unbewusst gegen den Typen wehrt. Ja gut, dann besorgen wir halt einen guten Nachhilfelehrer. Nachhilfe? Die Maus ist neun. Ich habe eine Idee. Spanierin. Super nett. Grille wird sie mögen. Kennst du sie vom Job? Ja. Und auf welcher Seite vom Zaun steht sie? Sie ist in Ordnung, sonst würde ich sie nicht vorschlagen. Ich bringe dich nach Hause. Ich muss mal los, ja? Okay. Los, schön schnell fahren. Warte mal ganz kurz. Dankwart, das geht nicht. Wir haben nur den einen Laptop. Den kannst du jeden Tag du mitnehmen. Kauf deinem Enkel endlich selbst einen, du Geizhals. Alles klar bei euch? Es hat sich eine Frau aus dem Haus gemeldet, wo Blochin gestern Nacht den toten Dealer gefunden hat. Wollte mir irgendwas von dem Täterprofil erzählen, was sie am Nachmittag erstellt hat. Das ist doch Quark. Ja, klar ist das Quark. Warte doch, Dankwart. Aber als ich ihr gesagt habe, dass sie das doch sicher dem Beamten vom BKA erzählt hat, meinte sie, die haben sie gar nicht befragt. Und das stimmt, ich habe nachgeforscht, die haben keine einzige Befragung in dem Haus durchgeführt gestern. Ja, das ist seltsam. Diese ganze BKA-Nummer in dem Fall ist irgendwie komisch. Na gut, jetzt machen wir Feierabend, ist schon spät. Wir sehen uns morgen, ja? Persönlich dafür verantwortlich, dass dieses Problem nach wie vor besteht. Immer lauter werden die Rufe nach mehr Polizei und auch Sicherheitspersonal auf den Berliner Straßen. Was war denn das für ein pubertärer Auftritt heute Morgen? Pubertär? Meinst du mich oder den Innensenator? Die Mordkommission von Berlin zum Streifendienst verdonnern, nur weil ein Tag hilft. Zwei Nächte hintereinander. Wird das jetzt was Ernstes? Bild dir nichts ein. Mein Mann ist mit den Kindern in Bonn bei seinen Eltern. Das muss ich ausnutzen. Schade. Und ich dachte, es gäbe jetzt jemand in meinem Leben, der auf mich wartet, wenn ich nach Hause komme und mich fragt, na Schatz, wie war dein Tag? Hier, dein Bierliebling. Und, wie war dein Tag, Schatz? Nichts Besonderes, Butterblümchen. Ein toter Dealer am Morgen, um den wir uns aber ab Mittag schon nicht mehr kümmern durften, weil das BKA übernommen hat. Nur, dass die seltsamerweise in dem Fall gar nicht ermitteln wollten, weil... Alles, was ich gerade gesagt habe, wusstest du schon, oder? Wie bitte? Deine Augen haben sich nicht bewegt. Wenn ein Mensch neue Informationen bekommt, dann spiegelt sich im Zucken der Augäpfel das Verarbeiten des Inhaltes wieder. Aber bei dir zuckt nichts. Komm ins Bett, du Superbulle. Was weißt du darüber? Ich weiß, dass das BKA den Fall von Toto Torstenhäuns übernommen hat.
Und woher weißt du das? Weil es meine Idee war. Und das ist das Letzte, was ich dir von dieser Sache erzählen werde. Verstanden? Schnutzelputzel? Also, was ist jetzt? Kommst du ins Bett oder nicht? Lochin, störe ich? Ja, ich bin immer Ningo. Ich lese gerade. Die Geschichte der japanisch-chinesischen Eisenbahngesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe einen Job für dich. Sie? Und mit wem muss ich ins Bett gehen? Nee, es ist mal was ganz Anständiges. Du wolltest doch anständig werden, oder, Prinzessa? Für dich, ich mache alles, Bonbon. Sogar anständig werden. Ich war doch dabei, als Doreen die Scheiße gelöscht hat. Ja, aber du warst nicht dabei, als ich vorher die Kopie gemacht habe. So ein Arschloch. Toto ist tot. Brauch jetzt deine Hilfe, Alter. Jetzt ziehen wir mal wieder ein richtiges Ding durch. Ein richtig dickes Ding. Du und ich. Du und ich, Alter. So wie zu den alten Zeiten. Verstehst du? Deswegen erpresst du mich. Sind das die alten Zeiten, die du haben willst, ja? Erpresst dich doch nicht. Ich will doch nur, dass du deine schützende Hand über mich hältst, Polizist. Was ist das für ein Deal? First Class. Prime Cut. Drogen, ja? Immer noch Drogen. Ja, aber nicht mehr so ein kleinen Scheiß wie früher, wo man irgendwelche Tütchen an irgendwelche Junkies auf dem Scheißhaus vertickt haben. Ich spiele jetzt in der ersten Bundesliga. Verstehst du? Ahmed hier. Na was wohl? Der feiert, dass er Toto kalt gemacht hat.
Denkst du manchmal dran? Woran? Ach so, Argentinien. Die Farben und die Pferde. Doch klar. Du redest gar nicht mehr davon. Was war so viel los in letzter Zeit? Ich habe Angst vor morgen. Wovor? Ich habe einen Arzttermin, Blochin. Oh, natürlich. Entschuldigung, Baby. Es war einfach echt eine harte Nacht. Es stimmt irgendwas nicht. Der letzte Schub war so lang. Ich verstehe es nicht. Wir dürfen uns einfach nicht verrückt machen. Wir haben das so gut hingekriegt bis jetzt. Wir haben das im Griff. 27 bis 30 Grad hat aktuell im Land. Oh, warum, Papa? Hier. Du bist beim Elternabend. Gut. Ich meinte damit, was die Lehrer über mich gesagt haben. War nicht alles okay. Das war nur die Sache mit dem Spanisch, ne? Ich habe euch schon 100 Mal gesagt, dass es nicht an mir liegt, sondern an dem blöden Lehrer. An dem blöden Lehrer. An dem blöden Lehrer. Mhm. Ich hab dir auf jeden Fall eine Nachhilfelehrerin besorgt. Conchita, Spanierin. Richtig coole Braut. Wo hast du sie kennengelernt? Beim Job. War sie schon mal im Gefängnis? Mhm. Aber nur ganz kurz. Ihr habt's ja wahrscheinlich alle schon gehört. Na nett. Gestern Nacht wurde ein Kollege von uns erschossen. In einem Club in Kreuzberg. Artis als verdeckter Ermittler zur rechten Hand von Ahmed Amatschat geschafft. Einem der Drogenkings am Kotti. Inzwischen auch in Wedding, Friedrichshain und so weiter. Ein zweiter Mann, Ahmeds Bodyguard, liegt schwer verletzt im Koma. Es ist nicht unser Fall. Fender und die Kollegen vom MK5 sind dran, aber Augen und Ohren offen halten kann nicht schaden. Ich kannte ihn. Daran war bei mir eine Ausbildung. Guter Junge. Das Schwein, das ihn abgeknallt hat, wird nicht mehr glücklich, das schwöre ich euch. In Sachen Thorsten Heunz sind wir raus, wie ihr alle wisst. Was mit dem Kind? Gibt kein Kind. Ein Kinderzimmer. Blinde und taube. Ja, genau. Ihr habt das Kinderzimmer alle gesehen. Aber bist du schwerhörig? Kein Kind. Das ist jetzt Sache des BKA. Ich hatte doch gar nicht genug Zeit. Jorik hat recht, das ist jetzt Sache des BKA. Wir sind raus. Richtig? Magda? Du, sag mal, du hast so ein Kind, oder? Ja, und kein Mann dazu. Na und? Nein, da war ein Kind in der Wohnung, das weiß ich. Ich weiß das einfach. Es muss doch irgendwelche Unterlagen geben. Jugendamt, Krankenhäuser oder so. Dann musst du das wohl recherchieren, oder? Ich weiß, es klingt komisch, aber ich schaff das gerade nicht. Kannst du das für mich machen? Bitte. Das fühlt sich gut an. Okay, weil du es bist. Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Doreen Martin. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Brief. Doreen, ich bin's, Blochin. Ich muss mit dir reden. Über Gabo. Ruf mich mal zurück. Guten Tag, Blochin, wir haben einen Termin. Ja, Frau Blochin, kommen Sie. Der Doktor erwartet Sie. Schlechtes Zeichen. Was? Dass wir nicht warten müssen.
Weiter? Hm? Guck doch mal, ob du nicht doch was über dieses angebliche Kind da, dieses, von dem Blochin die ganze Zeit redet, ob du da... Ah, ja, 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 von dem Kind, ja. Kein Problem. Ja. Gut. Drüben ist ein alter Kumpel von der Drogenfahne und Kayubo. Ich müsste mal ganz kurz mit ihm sprechen, ist das okay? Danke, dass du gewartet hast. Ein bisschen länger gedauert da drin. Kein Thema. Alles klar mit deiner Wüste? Was wisst ihr über Toto und Gabo? Toto ist auf Limit, schon eine ganze Weile. Organisierte Kriminalität heißt es aber. Pogelett, niemals. Gabo hat mir irgendwas von so einem großen Deal erzählt. Habe ich überprüft. Man munkelt in der Szene, dass er nachmittags Revier fischt. Mit Stoff aus Afghanistan. Afghanistan? Ja. Wie ist er denn da dran gekommen? Weiß ich nicht. Aber wenn ich es rausfinde, bist du der Erste, dem ich erzähle. Gabo ist verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Pass auf, wenn du Gabo in die Finger kriegst, ja, ich muss vorher unbedingt mit ihm alleine reden. Und zwar wirklich alleine, bevor er ihn offiziell festsetzt. Warum? Bitte. Hau rein. Keine Fernsehteams heute. Die hatten ihre Nachrichten alle bei der ersten Gruppe. Ab jetzt interessiert sich keiner mehr für die Afghanen. Ich check mal, wo der Bus bleibt. Die passen ja niemals alle in den Minivan. Oh. Was? Es gibt ein Problem beim Grenzschutz. Da ist jemand mitgekommen, der nicht auf der Liste steht. Wer steht nicht auf der Liste? Das Baby. Das Baby. Guten Abend, mein Name ist Katrin Steinbrenner. Und ich heiße Sie im Namen des Innensenators von Berlin herzlich willkommen. Aryan Jahani. Unsere Tochter Feruzia ist erst vor 5 Tagen geboren worden. Und ich habe das alles in Kabul bereits angegeben. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden Sie sicherlich nicht ohne Ihr Baby in Deutschland willkommen heißen. Das verspreche ich Ihnen. Noch dazu so ein süßes. Herzlichen Glückwunsch. Lieutenant! Hey, Süße! Na? Alles gut bei dir? Lieutenant? Blochin. Was gibt's denn? Lammkeule marokkanischer Art. Papa will die Gewürze aufbrauchen, die wir letztes Jahr in Marrakesch gekauft haben. Ja, verstehe. Noch Platz hier draußen? Ja, klar. Es gibt Neuigkeiten, oder? Ja. Okay. Also. Wie hat der Arzt sich ausgedrückt? Die schon seit langem diagnostizierte Multiple Sklerose ist jetzt in eine neue, sogenannte progrediente Phase übergegangen. Das heißt, dass die einzelnen Schübe jetzt öfter und länger auftreten werden. Und dass nach den Schüben Zustände zurückbleiben können, die mich stark einschränken bzw. nicht mehr heilen. Wie zum Beispiel? Motorische Einschränkungen, kognitive Störungen,
Antriebslosigkeit, Depression. Also, zum Beispiel. Essen ist fertig! Komm, lass uns reingehen. Lochin hat sich echt den Hintern aufgerissen für seine Lammkeulen. Okay. Probiert nochmal. Mit Augen zu. Hello, wer schon mit denn da? Ganz klar Erdbeere. Schmeckt nach Erdbeere. Ja. Ja? Aber nur kurz, oder? Wenn echte Erdbeeren drin wären, dann würden die viel länger schmecken. Und das macht die Lebensmittelindustrie, damit wir so viel von dem süßen Zeug essen, dass kleine Kinder nachts Bauchschmerzen kriegen. So was arbeitest du jetzt? Nee, da wo ich jetzt arbeite, da analysiere ich das. Ich komme den Tricksern auf die Spur und dann schreibe ich darüber in Zeitung. Ich bin eigentlich ein Detektiv, so wie dein Papa und der Lieutenant. Warum heißt du eigentlich Lieutenant? So heiße ich nicht, so nennt mich immer dein Vater. Mein Onkel Lieutenant war mal Polizist in Amerika, Quantico, beim FBI. Wow. Nicht zu fassen. Bunga ist für wirklich, dass ich Streife fahre wegen diesen dämlichen Sprayern. Na gut, also. Ich mach mich besser auf den Weg. Na, da komm ich mit. Na, das hat man euch doch so beigebracht, oder? Nie allein auf Streife, immer zu zweit. Tschüss, Süßes. Gute Nacht, kleine Maus. Dass ich nicht mitfahren muss, aber manchmal halte ich es einfach nicht aus. Ich versuche, Inka so anzusehen, als wäre sie nicht krank, aber ich schaffe das einfach nicht. Ich würde meinen scheiß rechten Arm dafür geben, sie wieder gesund zu machen. Aber niemand will meinen rechten Arm. Du machst das gut. Inka liebt dich und solange du da bist, ist alles gut. Ja? Ja. Magda, können wir kurz sprechen? Entschuldigen Sie mich bitte. Hast du was gefunden wegen dem Kind? Kein Kind. Auf keinem Papier, nicht unter dieser Adresse. Auch nicht unter dem Namen Thorsten Toto Heinz. Kein Nachbar erinnert sich an ein Kind, Jugendamt, Schulbehörde, alles Fehlanzeige. Der Typ hatte kein Kind, Blochin. Doch, hatte er. Danke, Magda. Doreen? Hallo. Hi. Sag mal, können wir uns sehen?
Doreen? Danke, dass du mir gesagt hast, wo du bist. Ich weiß, was Gabo für ein Spiel mit dir spielt. Und ich find's nicht fair. Weißt du denn, wo er ist? Nee. Ich muss ihn wirklich finden, bevor er noch mehr Dummheiten macht. Du meinst, bevor er dich ans Messer liefert? Ja, ich weiß von dem Video. Ist nicht so prickelnd, was? Er hat sich mit Leuten angelegt. Die sind dann immer zu groß für ihn. Das wird er nicht überleben, wenn wir beide ihm nicht helfen. So willst du ihm helfen? Ja. Wir haben ja mal Gemüse angebaut. Nicht zu fassen, was? Gabo, Toto, du, ich und dieser David. Weißt du noch? David. Der Waffen-David. Ja? Der konnte alle Panzertypen weltweit am Kanonenrohr unterschreiben. David Simon. Was ist mit dem? Macht jetzt Geschäfte in Afghanistan. Tee, Gewürze, Gewehre. Gabo hatte schon immer einen guten Draht zu ihm. Aber letztes Jahr, da hatten sie eine gute Idee, verstehst du? Schmecken Stoff aus Afghanistan, die beiden? Ja. Versteckt in den schicken Transallmaschinen der Bundeswehr. Ich muss jetzt rein. Du bist nicht eingeladen. Ja? Doreen, ich hab mal nachgerechnet. Die ganze Zeit, die du in der Reha warst, hat Toto dich da besucht? Ich suche immer noch Totos Kind. Er ist verschwunden. Ist es euer Kind? Ich dachte, du bist wegen Gabo hier. Ich muss es finden, bevor irgendjemand ihm was antut. Ist es vielleicht bei Gabo? Gabo wusste gar nicht. Aber es gibt kein Kind. Nicht, was ich machen sollte. Hat ja niemand gewusst, dass ich schwanger bin. Nur Toto. Wir haben das Kind zusammengeboren im Wald. Er hat mir versprochen, dass er es in den See schmeißt. Er hat es versprochen. Und dann, plötzlich, vor 3 Wochen, kam er mit ihm. Weil das Kind ja die richtige Mutter braucht, meint er. Ich hab sie beide zum Teufel gejagt. Betriebsausflug 2015. Oh, ist doch ein Scheiß. Komm, Verstärkung der innerbetrieblichen Kommunikationsstruktur, ne? Ja. Wird geil. Dominik? Was immer euch glücklich macht. Paintball. Dominik, kommst du bitte mal? Wieso? Ist der Innensenator wieder da? Sollen wir mehr Tickets wegen Falschparken schreiben? Fender. Wie läuft's bei dem Mord an Chile? Kommt der voran? Genau um den geht's. Bitteschön. Der Besucher des Clubs hat mit seinem Handy ein Foto gemacht. Kurz nach der Schießerei. Dein Schwiegerbruder, der steckt da irgendwie in dieser Sache drin. Vielleicht hat er den verdeckten Ermittler erschossen. Und der Mann daneben, Ahmed. Gerhard Garbo Vagalis. War mit dem ebenfalls getöteten Thorsten Heinz in Drogengeschäfte verstrickt. Und wer findet dessen Leiche ganz allein? Hm? Lorin. Warum hat uns das BKA den Fall an Thorsten Heinz abgenommen? Das hat dich nicht zu interessieren. Was ich interessant finde, ist, dass dein Schwiegerbruder knietief im Drogensumpf steckt. Dass er vielleicht ein Maulwurf ist, den dieser Ahmed hier bei uns eingeschmuggelt hat, dass er dich und deine Schwester vielleicht seit Jahren als Cover benutzt. Findest du das nicht auch interessant, Dominik? Hm? Wenn du Bloch ihn verdächtigst, dann nimm ihn doch fest. Verhöre ihn. Will ich ja gar nicht. Erst brauche ich mehr Beweise gegen ihn. Also bis dahin keine eigenmächtigen Ermittlungen. Verstanden? Ich will einfach nur, dass du Augen und Ohren offen hältst und uns sofort verständigst, wenn dir was auffällt. Dominik, du hast mein volles Vertrauen.
Lieutenant? Lochin, was machst du? Ich bin shoppen. Und du? Papierkram. Ja, das muss auch erledigt werden. Kann ich dir sonst noch helfen? Nein. Wir sehen uns morgen zum Appell. Gut, Chef. David? Carlos, Scheiße, hör auf! Was willst du hier? Scheiße, ich will dir helfen, Mann. Dienstwaffe. Wozu? Häng sie weg. Bist du nicht gekommen, um mich festzunehmen, oder? Polizist. Stehen uns gegenüber wie so beschissene Feinde auf der Beerdigung deiner Mutter. Halt die Fresse! Erzähl mir nicht zu meiner Mutter von früher! Los, zieh es rüber. Vergiss es. Rüberziehen! Kann man nicht so einfach wiederholen, die Vergangenheit, hä? Das habe ich jetzt auch gemerkt. Hast du eigentlich deswegen zum Bullen rüber gemacht, hä? Weil du damals einen Typen da abgestochen hast? Hä? Kann sein. In dem scheiß Sadisten? Er hat zwei Mädels bei uns im Laden so gequält, dass einer aus dem Fenster gesprungen ist. Du hast ihn festgehalten, als ich ihn abgestochen habe. Das war eine Hinrichtung, Mann. Das ist eine Hinrichtung. Und jetzt wirst du wieder das Video haben, um dein schönes neues Bullenleben zu retten, oder was? Es lügt mich an. Sag noch mal, dass du mein Freund bist. Sag noch mal, dass du auf meiner Seite bist. Dass ich mich auf dich verlassen kann, weil du mein Freund bist. Na los, lüg mich an! Ich lüg dich nicht an. Ich bin auf deiner Seite und wir ziehen das durch. Wort. Wenn die Bullen mich hier festsetzen, dann haben sie 5 Minuten später das Video. Hast du mich verstanden? Ich will, dass wir diesen Mann finden. Alles, was ich über ihn weiß, steht hier drauf. Es ist ein alter Freund von Blochin und deshalb werden wir ihn erstmal aus der Sache raushalten, wie auch den Dezernatsleiter. Bungas? Wieso das denn? Weil ich das so will, mein junger Padawan. Hat jemand ein Problem damit? Bevor ich mich mit Bungas anlege, will ich wissen, warum. Seit wann bist du denn zum Bungas verliebt? Hey, wir wollen wissen, was die Heimlichkeit soll. Geht ja am Ende auch um unseren Arsch, oder? Ja, genau. Und das so kurz vor der Rente. Was, Dankwart? Also gut. Wahrscheinlich hat dieser Gabo hier vorgestern Nacht unseren Kollegen Celik erschossen. Wir sind Fender und MK5 von dem Typen? Bungert spielt das MK5 gegen uns aus. Ist euch noch gar nicht aufgefallen, wie schmallippig die uns gegenüber sind? Das stimmt, als wollten wir uns was verheimlichen. Also, wir finden diesen Gabo. Und dann räumen wir auf in diesem Saftladen. Entschuldigung. Entschuldigung, Joder, ich warte hier seit einer halben Stunde. Ist der auf die Straße wie eine billige Nutter? Was ist das? Hä? Geht dir passen? Ein Ausgerutscht auf einer Bananenschale.
Und das hast du jetzt an bei mir zu Hause, oder was? Was denn? Es geht bis über Knie. Ist nicht gut, oder was? Super. Habt ihr einen Arzt geholt? Wollte sie nicht. Das ist Conchita wegen deinem Spanisch. Hola. Ist das Papa da? Ach, er ist gegen eine Straßenlaterne gelaufen. Es tontito. Was machst du da? Renn doch da draußen. Grille hat gesagt, du hattest einen Zusammenbruch. Ein Schwächeanfall, doch kein Zusammenbruch. Warum hast du keinen Arzt gerufen? Oder du hättest ja mich auch anrufen können. Florian, ich habe MS. Ich werde jetzt öfter mal einen Schwächeanfall kriegen oder erkippen oder sonst irgendwas. Was willst du denn machen? Willst du jedes Mal einen Arzt rufen oder was? Du kannst ja deine Krankenschwester organisieren, die mich auf Schritt und Tritt beobachtet. Baby, jetzt lass die Blumen stehen. Ich komm schon klar! Okay. Wir machen es so, wie du sagst, ja? Dominik hat mich angerufen. Mich ausgefragt, ob er dich, wo du bist und was du machst. Ich konnte ihm keine Antwort geben. Was hast denn du da? Willst du mir irgendwas sagen? Es gibt ein paar Probleme, aber es ist nichts, was man nicht schaffen kann. Ich hab alles im Griff. Doch, du hast gar nichts im Griff. Überhaupt nichts. Wir beide haben überhaupt nichts im Griff. Wir wollen zu Biomarkt gehen. Was heißt Gemüse auf Spanisch? Patata. Fast richtig, ja? 99 Punkte, okay? Sie ist gut, deine Tochter. Sie hat Talent. Como se dice en Deutsch? Das flutscht wie warme Butter. Wie geht's deiner Frau? Besser. Ich komme mit einkaufen. Warst du wirklich schon mal im Gefängnis? Ja, ich war im Gefängnis. Das Thema lassen wir jetzt lieber, okay? Nein, warum? Es ist wahr. Und dein Papa, er hat mich ins Gefängnis gebracht. Was im Gefängnis? Oh, ich erzähl dir mal, was nachts im Gefängnis los war, okay? Marke, was geht's? Hey, ich bin in dem Haus, in dem Toto Heinz gewohnt hat. Ich habe noch mal die Verhörprotokolle überprüft. Also bevor das BKA übernahm. Und hier gibt's eine Grit Josefi mit einem zweijährigen Kind. Ja, und? Laut Jugendamt hat sie kein Kind. Oh. Was sagt sie dazu? Ich habe jetzt eine Stunde mit ihr gesprochen, aber sie verstrickt sich ständig in Widersprüche. Ich verwette meinen immer noch ziemlich knackigen Arsch darauf, dass das Kind von Toto ist. Toto hat ein heimliches Kind und diese Grit hat ihm beim Großziehen geholfen. Und Gott weiß, man braucht Hilfe. Bringst du sie aufs Revier? Natürlich. Okay, ich melde mich, Magda. Okay. Das ist ja viel gesunder, weißt du? Mach das, aber tust du mir einen Gefallen? Bringst du Grille nach Hause? Und zwar schnell. Si, claro. Papa, wer sind die zwei Männer? Alte Freunde von mir. Ich komme gleich nach. Mama, mach ich gerade. Mensch, Florin, was machst du denn für Sachen, Alter? Ahmed? Wir sind immer gut miteinander klargekommen, als du noch im Rauschhof dich an der Hand warst, oder nicht? Was willst du von mir? Deine Kollegen gehen mir auf die Nerven. Die denken, dass ich den Undercover-Bullen kalt gemacht habe. Sag doch meinen Kollegen, dass Gabo geschossen hat, weil du Toto auf dem Gewissen hast. Was? Ich soll Toto abgestochen haben? Weil die beiden Schwanzlutscher seit Wochen durch die Gegend ziehen und irgendwas vom dicken Ding in Afghanistan flüstern? Komm doch, ist aber eine Scheiße. Toto war da erst letzte Woche bei mir, gewinselt. Der wollte abspringen vom großen, dicken Ding im Hindukusch.
Ja, vielleicht hat ihn ja Gabo selbst auf dem Gewissen. Ich werde ihn fragen, wenn ich ihn sehe. Aber du siehst ihn so selten, stimmt's? Weil du nicht weißt, wo er ist. Seit Gabo so große Töne spuckt, habe ich seiner Karren GPS den anhängen lassen. Keep your friends close, but keep your enemies closer. Ja, du bist ein ganz großer. Warum kommst du zu mir? Go and get him, Tiger. Ja, und dann? Einen Polizistenmörder töten, oder was? Nee, es gibt noch mehr Ärger. Ich habe mir überlegt, du kümmerst dich drum. Irgendwas sagt mir doch ihn, dass Gabo für dich ein größeres Problem ist als für mich. Du wolltest nicht, dass er ihn speziell schießt, das habe ich gesehen. Löst das Gabo-Problem, damit deine Kollegen mich endlich in Ruhe lassen. Sonst hänge ich es dir an. Bis jetzt habe ich meine Fresse gehalten, Lori. Aber jetzt will ich eine Gegenleistung. Ganz auf dich an. Oh, wir sind in dramatischer Stimmung, ich verstehe. Der Mann meiner Schwester wird gerade in irgendeinen Scheiß zwischen Polizei und Politik reingezogen und ich will wissen, um was es dabei geht. Immerhin scheinst du zu wissen, dass es nur Quatsch ist. Spar dir die Spielchen, wir sind hier nicht beim Ficken. Warum hast du das PK auf Thorsten Hornsson gesetzt? Und warum machen alle so ein Wahnsinnsgeheimnis daraus? Gut. Wir können das Ganze auch nach drinnen verlegen und vor dem Innensenator und seinen Drei-Sterne-WLAN diskutieren. Ist alles in Ordnung. Er ist ein Freund. Hör zu, Sweetie, was ich dir jetzt sage, da... Bla, bla, bla. Spar dir den Bullshit. Der tote Dealer Toto Heinz hat die Tochter eines Ministers regelmäßig mit Drogen versorgt. Und das wusstet ihr? Wir haben es unterstützt. So hatten wir die Chaotin wenigstens einigermaßen unter Kontrolle. Wir wussten wann, wie viel und von wem sie ihren Nachschub bezieht. Was hast du mit deinem Minister zu tun? Das ist Bundespolitik und du bist beim Senat. Du weißt doch, dass du mit einer ehrgeizigen Frau vögelst, oder? Welcher Minister? Jetzt übertreib ich nicht, ja? Hast du eine Zigarette? Verschiedene politische Kräfte sind der Überzeugung, dass das Drogenproblem dieser selbsterklärten Anarchistin, sprich Tochter des Ministers, gerade jetzt publizistisch nicht opportun ist. Was? Du weißt doch, ich bin ein bisschen doof. Geht's deutlicher? Man wollte einfach nicht, dass die Verbindung zwischen diesem Toto und der Tochter des Ministers ans Tageslicht kommt. Deshalb keine Ermittlung in diese Richtung. Ja, und er bindet die üblichen polizeilichen Ermittlungen, weil die Ministertochter ab und zu einen durchzieht. Ich würde jetzt wirklich gerne meine ausgezeichneten Austern verspeisen. Die muss nächste Woche. Natürlich. Thank you.
Ja? Ja, Dominik, wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Und du? Habt ihr Gabo gefunden? Nee, der hat sich in Luft aufgelöst. Aber was wollen wir eigentlich von dem? Vertraust du mir? Na klar. Dann frag nicht. Du bist noch da? Psst. Sie schlaft. Endlich. Sie sollte schon längst schlafen. Ausgezogen und allein im Bett. Wo ist Inka? Sie schlaft auch. Wo warst du so lang? Nachdenken. Kannst du nicht ins Bett kommen? Du hast recht. Ich habe nichts mehr im Griff. Zu meinem Bruder. Kannst du dem vertrauen? Das sah auch schon mal besser aus. Ja. Manchmal fehlt mir einfach der Fokus. Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Eigentlich will ich Ihnen gar nichts mehr sagen. Sie haben eine hübsche Fressergeier. Aber Sie denken viel zu kompliziert. Dominik hat mir mal ziemlich den Arsch gerettet, als ich Scheiße mit einer Frau gebaut habe. Ach so. Und was war das für eine Scheiße? Ist nicht wichtig. Aber er gab mir damals 48 Stunden, sie selbst wieder aufzuwischen. Sehr rührend. Wirklich. Aber mich würde total interessieren, warum Sie sich mit mir hier treffen wollten. Dominik hat uns hinter dem Rücken darauf angesetzt, Lorin zu entlasten. Sie treiben Ahmed auf. Bring ihn hierher. Jetzt! Ja? Hey, Blochin! Wir haben gerade ein gutes Kilo Rohopium in einer Maschine aus Afghanistan gefunden. Die Übergabe, die sollte in ein paar Stunden stattfinden. Wenn Gabo hier auftaucht, dann wird er überrascht sein. Sein Kumpel, den David Simon, den haben wir schon festgesetzt. Ayubo, ihr könnt Gabo nicht verhaften. Ich muss vorher mit ihm sprechen. Es tut mir leid, mein Freund, aber das läuft so nicht mehr. Das Ganze ist einfach zu groß geworden. Das geht jetzt seinen offiziellen Gang. Blochin?
Und als Toto mit dem Baby zurückkam, brauchte er Hilfe, oder? Natürlich. Er wusste ja gar nichts über Kinder. Toto war froh über ihre Hilfe. Er war ein großer Bär, der nichts hingekriegt hat. Wissen Sie, was man macht, wenn der Säugling Koliken hat und die ganze Nacht schreit? Staubsauger anmachen. Er war völlig panisch. Er wollte das Kind lieben, aber er wusste gar nicht, wie das geht. Er hat ja immer nur die Mutter geliebt. Und als Sie den toten Mann in seiner Wohnung gefunden haben, haben Sie das Kind an sich genommen, um es zu beschützen. Ja. Wissen Sie, was das ist, Frau Josefi? Das ist die Analyse der Blutspuren vom Tatort. Da ist Blut von ihm. Sehr viel Blut auf Totos Leiche und auf dem Messer, das wir im Hof gefunden haben. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Und da kommen Sie. Sie haben sich geschnitten, als Sie immer wieder auf ihn eingestochen haben, oder? Er hat mir erzählt, dass die Mutter es in einem See ertränken wollte. Und dann wollte es zu ihr bringen. Das geht doch nicht, oder? Frau Josefi, Sie sind wegen dringendem Mordverdacht an Thorsten Toto Heinz festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen, Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Mit der Frau vom Jugendamt. Seine Nachbarin hat Toto Heinz erstochen. Nix mit OK. Tommy, ich komme gleich. Deine Hilfe. Warum soll ich dir helfen? Du verarschst mich doch sowieso nur. Ich weiß, wo Gabo ist. Die Drogenfahndung ist kurz davor, ihn festzunehmen. Wenn wir ihn vorher schnappen, dann kann man vielleicht noch was retten. Was retten? Mich retten. Er erpresst mich. Womit? Es gibt ein Video. Bevor ich zur Polizei bin, da war ich noch in was verwickelt. Also Prostitution, illegale Prostitution. Auf jeden Fall war ich dabei, als ein Mann erstochen wurde. Das war ein Schwein. Er hat ein paar von unseren Mädels gequält. Hast du ihn getötet? Er hat's verdient. Das habe ich nicht gefragt. Hast du ihn getötet? Ja. Das solltet ihr sehen. Vosotros cantáis. Ah, sehr gut. Und ihr singt? Nee, Sie singen? Ellos cantan. Ellos cantan. Muy bien, Freunde, gut. Yay! So, und jetzt noch einmal von vorne. Canta. Ich singe. Yo canto. Sie singt? Ella canta. Genau. Und dann wieder wir singen. Immer eben den Müll runter, ja?
fährt raus aus der Stadt. Damit das klar ist. Es war für Inka. Warum? Weil du jetzt erreichbar sein musst. Ja, Conchita? Was?
Was ist los, hm? Warum bist du nicht mehr Mama? Mir war das zu langweilig. Du musst dir aber keine Sorgen, oder? Doch. Guck mal, siehst du, wie das alles leuchtet? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Dass alles gut wird. Was wollt ihr? Ha? Ahmed hat ausgesagt. Woher wisst ihr, dass wir hier sind? Immer an der Frau dranbleiben. Lorin, Sie sind verhaftet wegen dringendem Mordverdacht am verdeckten Ermittler Dagan Celik. Sie haben das Recht zu schweigen und Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sieht nicht gut aus. Ungerz hat Ahmed unter Druck gesetzt. Die schieben dir den Mord an dem verdeckten Ermittler in die Schuhe. Tja, und außerdem... ist Ahmeds Bodyguard aus dem Koma aufgewacht. Und nachdem er mit seinem Anwalt gesprochen hat, hat er Ahmeds Version bestätigt.
komme ich hier raus. Wie soll ich das machen? Entweder du holst mich hier raus, oder ich hol dich hier rein. Denkst du manchmal dran? Woran? Ach so, Argentinien. Die Farben und die Pferde. Doch klar. Du redest gar nicht mehr davon. Was war so viel los in letzter Zeit? Angst vor morgen. Wovor? Ich habe einen Arzttermin, Blorin. Oh, natürlich. Entschuldigung, Baby. Es war einfach echt eine harte Nacht. Es stimmt irgendwas nicht. Der letzte Schub war so lang. Ich verstehe es. Wir können uns einfach nicht verrückt machen. Wir haben das so gut hingekriegt bis jetzt. Wir haben das im Griff. 27 bis 30 Grad haben wir aktuell im Land. 30 Grad auf. Aufwachen, Papa. Hier. Hm? Und das beim Elternabend. Gut. Ich meinte damit, was die Lehrer über mich gesagt haben. War nicht alles okay. Das war nur die Sache mit dem Spanisch, ne? Ich habe euch schon 100 Mal gesagt, dass es nicht an mir liegt, sondern an dem blöden Lehrer. An dem blöden Lehrer. An dem blöden Lehrer.
Dein Handy klingelt die ganze Zeit. Wir brauchen eine Klimaanlage. Hast du nicht gesagt, das sind Umweltkiller? Ist mir egal. Bei der Hitze kann doch kein Schwein schlafen. Mach dein Handy aus. Dein Handy nervt. Ich geh heim. Fängt gleich sowieso wieder an. Sonst alles okay? Bauchweh. Das kommt von den Nüssen, habe ich dir gesagt. Von Nüssen muss ich pupsen, krieg aber keine Bauchschmerzen. Mama! Ja? Lochin, du musst zu Toto kommen. Jetzt. Komm her, sofort, bitte. Was? Es ist wichtig. Conchita? Jetzt beruhig dich erstmal. Wo bist du? Toto, du musst kommen, bitte. Ja, und Tee und Ei. Erstmal mit Tee, okay? Das ist das sah auch schon mal besser aus. Ja. Manchmal fehlt mir einfach der Fokus. Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Eigentlich will ich Ihnen gar nichts mehr sagen. Sie haben eine hübsche Fressergeier. Aber Sie denken viel zu kompliziert. Dominik hat mir mal ziemlich den Arsch gerettet, als ich Scheiße mit einer Frau gebaut habe. Ach so. Und was war das für eine Scheiße? Ist nicht wichtig. Aber er gab mir damals 48 Stunden, sie selbst wieder aufzuwischen. Sehr rührend. Wirklich. Aber mich würde total interessieren, warum Sie sich mit mir hier treffen wollten. Dominik hatte uns hinter dem Rücken darauf angesetzt, Lorin zu entlasten. Sie treiben Ahmed auf. Bring ihn hierher. Jetzt! Ja? Hey, Blochin. Wir haben gerade ein gutes Kilo Rohopium in einer Maschine aus Afghanistan gefunden. Die Übergabe, die sollte in ein paar Stunden stattfinden. Wenn Gabo hier auftaucht, dann wird er überrascht sein. Sein Kumpel, den David Simon, den haben wir schon festgesetzt. Ayubo, ihr könnt Gabo nicht verhaften. Ich muss vorher mit ihm sprechen. Es tut mir leid, mein Freund, aber das läuft so nicht mehr. Das Ganze ist einfach zu groß geworden. Das geht jetzt seinen offiziellen Gang. Blochin? Und als Toto mit dem Baby zurückkam, brauchte er Hilfe, oder? Natürlich. Er wusste ja gar nichts über Kinder. Toto war froh über ihre Hilfe. Er war ein großer Bär, der nichts hingekriegt hat. Wissen Sie, was man macht, wenn der Säugling Koliken hat und die ganze Nacht schreit? Staubsauger anmachen. Er war völlig panisch. Er wollte das Kind lieben, aber er wusste gar nicht, wie das geht. Er hat ja immer nur die Mutter geliebt. Und als Sie den toten Mann in seiner Wohnung gefunden haben, haben Sie das Kind an sich genommen, um es zu beschützen. Ja. Wissen Sie was, das ist Frau Josefi? Das
Das ist die Analyse der Blutspuren vom Tag. Du bist noch da? Psst. Sie schlaft. Endlich. Sie sollte schon längst schlafen. Ausgezogen und allein im Bett. Wo ist Inka? Sie schlaft auch. Wo warst du so lang? Nachdenken. Kannst du nicht ins Bett kommen? Du hast recht. Ich habe nichts mehr im Griff. Zu meinem Bruder. Ich kann dir vertrauen. Auf dem Weg nach Hause. Und du? Habt ihr Gabo gefunden? Nee, der hat sich in Luft aufgelöst. Aber was wollen wir eigentlich von dem? Vertraust du mir? Na klar. Dann frag nicht. Du bist noch da? Psst. Sie schlaft. Endlich. Sie sollte schon längst schlafen. Ausgezogen und allein im Bett. Wo ist Inka? Sie schlaft auch. Wo warst du so lang? Nachdenken.
nachts, wenn ich ins Bett komme. Du hast recht. Ich habe nichts mehr im Griff. Geh zu meinem Bruder. Ich kann dir vertrauen. Die ganze Zeit, die du in der Reha warst, hat Toto dich da besucht? Ich suche immer nach Totos Kind. Er ist verschwunden. Ist es euer Kind? Ich dachte, du bist wegen Gabo hier. Ich muss es finden, bevor irgendjemand ihm was antut. Ist es vielleicht bei Gabo? Gabo wusste gar nicht. Aber es gibt kein Kind. Nicht, was ich machen sollte. Hat ja niemand gewusst, dass ich schwanger bin. Nur Toto. Wir haben das Kind zusammengeboren im Wald. Er hat mir versprochen, dass er es in den See schmeißt. Er hat es versprochen. Und dann, plötzlich, vor 3 Wochen, kam er mit ihm. Weil das Kind ja die richtige Mutter braucht, meint er. Ich hab sie beide zum Teufel gejagt. Betriebsausflug 2015. Oh, ist doch ein Scheiß. Komm, Verstärkung der innerbetrieblichen Kommunikationsstruktur, ne? Ja. Wird geil. Dominik? Was immer euch glücklich macht. Paintball. Dominik, kommst du bitte mal? Wieso? Ist der Innensenator wieder da? Sollen wir mehr Tickets wegen Falschparken schreiben? Fender. Wie läuft's bei dem Mord an Chile? Kommt der voran? Genau um den geht's. Bitteschön. Der Besucher des Clubs hat mit seinem Handy ein Foto gemacht. Kurz nach der Schießerei. Dein Schwiegerbruder, der steckt da irgendwie in dieser Sache drin. Vielleicht hat er den verdeckten Ermittler erschossen. Und der Mann daneben, Ahmed. Gerhard Garbo Vagalis. War mit dem ebenfalls getöteten Thorsten Heinz in Drogengeschäfte verstrickt. Und wer findet dessen Leiche ganz allein? Hm? Lorin. Warum hat uns das BKA den Fall an Thorsten Heinz abgenommen? Das hat dich nicht zu interessieren. Was ich interessant finde, ist, dass dein Schwiegerbruder knietief im Drogensumpf steckt. Dass er vielleicht ein Maulwurf ist, den dieser Ahmed hier bei uns eingeschmuggelt hat, dass er dich und deine Schwester... Ja. Doreen, ich hab mal nachgerechnet. Die ganze Zeit, die du in der Reha warst, hat Toto dich da besucht? Ich suche immer noch Totos Kind. Er ist verschwunden. Ist es euer Kind? Ich dachte, du bist wegen Gabo hier. Ich muss es finden, bevor irgendjemand ihm was antut. Ist es vielleicht bei Gabo? Gabo wusste gar nicht. Aber es gibt kein Kind. Nicht, was ich machen sollte. Hat ja niemand gewusst, dass ich schwanger bin. Nur Toto. Wir haben das Kind zusammengeboren im Wald. Er hat mir versprochen, dass er es in den See schmeißt. Er hat es versprochen. Und dann, plötzlich,
Vor 3 Wochen kam er mit ihm. Weil das Kind ja die richtige Mutter braucht, meint er. Ich hab sie beide zum Teufel gejagt. Betriebsausflug 2015. Oh, ist doch ein Scheiß. Komm, Verstärkung der innerbetrieblichen Kommunikationsstruktur, ne? Ja. Wird geil. Dominik? Was immer euch glücklich macht. Paintball. Dominik, kommst du bitte mal? Wieso? Ist der Innensenator wieder da? Sollen wir mehr Tickets wegen Falschparken schreiben? Fender. Wie läuft's bei dem Mord an Chile? Kommt ihr voran? Genau um den geht's. Bitteschön. Ein Besucher des Clubs hat mit seinem Handy ein Foto gemacht. Kurz nach der Schießerei. Dein Schwiegerbruder, der steckt da irgendwie in dieser Sache drin. Vielleicht hat er den verdeckten Ermittler erschossen. Und der Mann daneben, Ahmed. Gerhard Garbo Vagalis. War mit dem ebenfalls getöteten Thorsten Heinz in Drogengeschäfte verstrickt. Und wer findet dessen Leiche ganz allein? Hm? Lorin. Warum hat uns das BKA den Fall an Thorsten Heinz abgenommen? Das hat dich nicht zu interessieren. Was ich interessant finde, ist, dass dein Schwiegerbruder knietief im Drogen... Hierher. Jetzt! Ja? Hey, Blochin. Wir haben gerade ein gutes Kilo Rohopium in einer Maschine aus Afghanistan gefunden. Die Übergabe, die sollte in ein paar Stunden stattfinden. Wenn Gabo hier auftaucht, dann wird er überrascht sein. Sein Kumpel, den David Simon, den haben wir schon festgesetzt. Ayubo, ihr könnt Gabo nicht verhaften. Ich muss vorher mit ihm sprechen. Es tut mir leid, mein Freund, aber das läuft so nicht mehr. Das Ganze ist einfach zu groß geworden. Das geht jetzt seinen offiziellen Gang. Blochin? Und als Toto mit dem Baby zurückkam, brauchte er Hilfe, oder? Natürlich. Er wusste ja gar nichts über Kinder. Toto war froh über ihre Hilfe. Er war ein großer Bär, der nichts hingekriegt hat. Wissen Sie, was man macht, wenn der Säugling Koliken hat und die ganze Nacht schreit? Staubsauger anmachen. Er war völlig panisch. Er wollte das Kind lieben, aber er wusste gar nicht, wie das geht. Er hat ja immer nur die Mutter geliebt. Und als sie den toten Mann in seiner Wohnung gefunden haben, haben sie das Kind an sich genommen, um es zu beschützen. Ja. Wissen Sie, was das ist, Frau Josefi? Das ist die Analyse der Blutspuren vom Tatort. Da ist Blut von ihm. Sehr viel Blut auf Totos Leiche und auf dem Messer, das wir im Hof gefunden haben. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Da kommen Sie. Sie haben sich geschnitten, als Sie immer wieder auf ihn eingestochen haben, oder? Er hat mir erzählt, dass die Mutter es in einem See ertränken wollte. Und dann wollte es zu ihr bringen. Das geht doch nicht, oder? Frau Josefi, Sie sind wegen dem Mordverdacht an Thorsten Toto Heinz festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen, Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Mit der Frau vom Jugendamt. Meine Nachbarin hat Toto Heinz erstochen. Nix mit OK. Na egal, irgendwo sind ja immer Wahlen, was? Genau. Ich sehe schon, wir verstehen uns.
Jedenfalls sind diese Sprayer nichts, womit sich die Mordkommission normalerweise beschäftigen sollte, ist ja völlig klar. Aber diese Chaoten schädigen jede Nacht die Autos und damit den Wurmfortsatz einer ganzen Menge männlicher Geschlechtsgenossen. Und deswegen brauchen wir ihre Unterstützung. Und wenn... Entschuldigung. Ich muss mal rangehen. Ich bin der Bürgermeister. Ja, ich... Nein, es geht. Ja, Sie haben den Senator gehört. Wir müssen diese Sprayer unschädlich machen. Alles andere muss zurückstehen. Ja? Ich habe da mal eine Frage. Wir verfolgen da momentan eine ziemlich heiße Spur wegen dem skandalösen Kinderwagen-Vandalismus im Prenzlauer Berg. Jeden Tag hunderte von unschuldigen Kindern, schreiende Kinder von oben bis unten mit Sojamilch verschmiert. Sollen wir da jetzt auch die Ermittlungen zurückstellen? Ich meine, das sind ja immerhin zukünftige Wähler. Vielen Dank für diesen berechtigten Einwand. Herr? Stötzner. Dominik Stötzner, Leiter der MK7. Ich werde mir Ihre hilfreiche Einlassung notieren, Mordkommissariatsleiter Stötzner. In dem Anzug sind 16 Elektroden verborgen. Und die Stromimpulse führen an den gezielt ausgewählten Stellen zu Muskelkontraktionen, die sowohl... Moment bitte. ...als auch helfen, Muskelmasse aufzubauen. Entschuldigung. Um die Ecke war unser erster Laden. Ehemalige Wäscherei. Gabo und ich haben es der Treuhand für ein Appel und ein Ei abgequatscht. Ed's Massagesalon. Ach, massiert haben die Mädels auch. In eurem Salon verkaufen sie jetzt Kaffeelatte. Also irgendwie geht's immer noch um Lappen. Was mit deinem Bein? Motorradunfall. Mit Toto? Nee, das war da ja schon lang vorbei. Mit Gabo. Da hat mir gesagt, ich soll ihm auf gerader Landstraße die Augen zuhalten. Na, Gabo eben. Immer einen auf dicke Hose, aber süß. Das war dann ja auf Rea, im Süden. Gabo hatte gar nichts, nur ein paar Schrammen. Hätte wahrscheinlich nicht wiederkommen sollen. Denke ich manchmal. Doreen, Toto ist tot. Der Mann meiner Schwester wird gerade in irgendeinen Scheiß zwischen Polizei und Politik reingezogen und ich will wissen, um was es dabei geht. Immerhin scheinst du zu wissen, dass es nur Quatsch ist. Spar dir die Spielchen, wir sind hier nicht beim Ficken. Warum hast du das PK auf Thorsten Heunzon gesetzt? Und warum machen alle so ein Wahnsinnsgeheimnis daraus? Gut. Wir können das Ganze auch nach drinnen verlegen und vor dem Innensenator und seinen 3-Sterne-WLAN diskutieren. Ist alles in Ordnung. Er ist ein Freund. Hör zu, Sweetie, was ich dir jetzt sage, da... Bla, bla, bla. Spar dir den Bullshit. Der tote Dealer Toto Heinz hat die Tochter eines Ministers regelmäßig mit Drogen versorgt. Und das wusstet ihr? Wir haben es unterstützt. So hatten wir die Chaotin wenigstens einigermaßen unter Kontrolle. Wir wussten wann, wie viel und von wem sie ihren Nachschub bezieht. Was hast du mit deinem Minister zu tun? Das ist Bundespolitik und du bist beim Senat. Du weißt doch, dass du mit einer ehrgeizigen Frau vögelst, oder? Welcher Minister? Jetzt übertreib ich nicht, ja? Hast du eine Zigarette? Verschiedene politische Kräfte sind der Überzeugung, dass das Drogenproblem dieser selbsterklärten Anarchistin, sprich Tochter des Ministers, gerade jetzt publizistisch nicht opportun ist. Publiker, was? Du weißt doch, ich bin ein bisschen doof. Geht's deutlicher?
Man wollte einfach nicht, dass die Verbindung zwischen diesem Toto und der Tochter des Ministers ans Tageslicht kommt. Deshalb keine Ermittlungen in diese Richtung. Er unterbindet die üblichen polizeilichen Ermittlungen, weil die Ministertochter ab und zu einen durchzieht. Ich würde jetzt wirklich gerne meine ausgezeichneten Austern verspeisen. Sie muss nächste Woche. Natürlich. Ja? Ja, Dominik, wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Dem Typen den Hals aufgeschlitzt hast. Ich war doch dabei, als Doreen die Scheiße gelöscht hat. Ja, aber du warst nicht dabei, als ich vorher die Kopie gemacht habe. So ein Arschloch. Toto ist tot. Brauch jetzt deine Hilfe, Alter. Jetzt ziehen wir mal wieder ein richtiges Ding durch. Ein richtig dickes Ding. Du und ich. Du nicht, Alter. So wie zu den alten Zeiten. Verstehst du? Und deswegen erpresst du mich. Sind das die alten Zeiten, die du haben willst, ja? Presst dich doch nicht. Ich will doch nur, dass du deine schützende Hand über mich hältst, Polizist. Was ist das für ein Deal? First Class. Prime Cut. Drogen, ja? Immer noch Drogen. Ja, aber nicht mehr so einen kleinen Scheiß wie früher, wo man irgendwelche Tütchen an irgendwelche Junkies auf dem Scheißhaus vertickt haben. Ich spiele jetzt in der ersten Bundesliga. Verstehst du? Was will Ahmed hier? Na was wohl? Der feiert, dass er Toto kalt gemacht hat. Kinder nachts Bauchschmerzen kriegen. So was arbeitest du jetzt? Nee, da wo ich jetzt arbeite, da analysiere ich das. Ich komme den Tricksern auf die Spur und dann schreibe ich darüber in Zeitung. Ich bin eigentlich ein Detektiv, so wie dein Papa und der Lieutenant. Warum heißt du eigentlich Lieutenant? So heiße ich nicht, so nennt mich immer dein Vater. Mein Onkel Lieutenant war mal Polizist in Amerika, Quantico, beim FBI. Wow. Nicht zu fassen. Bungers will wirklich, dass ich Streife fahre wegen diesen dämlichen Sprayern. Na gut, also. Ich mach mich besser auf den Weg. Na, da komm ich mit. Na, das hat man euch doch so beigebracht, oder? Nie allein auf Streife, immer zu zweit.
Süße. Gute Nacht, kleine Maus. Muss, aber manchmal halte ich es einfach nicht aus. Ich versuche Inka so anzusehen, als wäre sie nicht krank, aber ich schaffe das einfach nicht. Ich würde meinen scheiß rechten Arm dafür geben, sie wieder gesund zu machen. Aber niemand will meinen rechten Arm. Du machst das gut. Inka liebt dich und solange du da bist, ist alles gut. Ja? Ja. Magda, können wir kurz sprechen? Entschuldigen Sie mich bitte. Aber unbedingt mit ihm alleine reden, und zwar wirklich alleine, bevor ihr ihn offiziell festsetzt. Warum? Bitte. Hau rein. Keine Fernsehteams heute. Die hatten ihre Nachrichten alle bei der ersten Gruppe. Ab jetzt interessiert sich keiner mehr für die Afghanen. Ich check mal, wo der Bus bleibt. Die passen ja niemals alle in den Minivan. Oh. Was? Es gibt ein Problem beim Grenzschutz. Da ist jemand mitgekommen, der nicht auf der Liste steht. Die ganzen Informationen, die Sie haben. Wer steht nicht auf der Liste? Das Baby. Das Baby. Guten Abend, mein Name ist Katrin Steinbrenner. Und ich heiße Sie im Namen des Innensenators von Berlin herzlich willkommen. Aryan Jahani, unsere Tochter Feruzia ist erst vor 5 Tagen geboren worden. Und ich habe das alles in Kabul bereits angegeben. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden Sie sicherlich nicht ohne Ihr Baby in Deutschland willkommen heißen, das verspreche ich Ihnen. Noch dazu so ein süßes. Herzlichen Glückwunsch. Lieutenant! Hey, Süße! Na, alles gut bei dir? Lieutenant? Lochin. Was gibt's denn? Lammkeule marokkanischer Art. Papa will die Gewürze aufbrauchen, die wir letztes Jahr in Marrakesch gekauft haben. Ja, verstehe. Noch Platz hier draußen? Ja, klar. Es gibt Neuigkeiten, oder? Ja. Okay. Also. Wie hat der Arzt sich ausgedrückt? Die schon seit langem diagnostizierte Multiple Sklerose ist jetzt in eine neue, sogenannte progrediente Phase übergegangen. Das heißt, dass die einzelnen Schübe jetzt öfter und länger auftreten werden. Und dass nach den Schüben Zustände zurückbleiben können, die mich stark einschränken bzw. nicht mehr heilen. Thank you.
In my passenger seat. Du bist noch da? Psst. Sie schlaft. Endlich. Sie sollte schon längst schlafen. Ausgezogen und allein im Bett. Wo ist Inka? Sie schlaft auch. Wo warst du so lang? Nachdenken. Danke. Willst du nicht ins Bett kommen? Zu meinem Bruder. Ich kann dir vertrauen. Das sah auch schon mal besser aus. Ja. Manchmal fehlt mir einfach der Fokus. Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Eigentlich will ich Ihnen gar nichts mehr sagen. Gabo und ich haben es der Treuhand für ein Appel und ein Ei abgequatscht. Ed's Massagesalon. Ach, massiert haben die Mädels auch. In eurem Salon verkaufen sie jetzt Kaffeelatte. Also irgendwie geht's immer noch um Latten. Was mit deinem Bein? Motorradunfall. Mit Toto? Nee, das war da ja schon lang vorbei. Mit Gabo. Der hat mir gesagt, ich soll ihm auf gerader Landstraße die Augen zuhalten. Na, Gabo eben. Immer einen auf dicke Hose, aber süß. Ich war dann ja auf Rea, im Süden. Gabo hatte gar nichts, nur ein paar Schrammen. Hätte wahrscheinlich nicht wiederkommen sollen. Denke ich manchmal. Doreen, Toto ist tot. Woran ist er denn gestorben? Jemand hat ihn erstochen. Na, ich weiß nicht. Es hat ein Kind bei ihm gelebt. Das Kind ist verschwunden. Die Mutter können wir auch nicht finden. Hast du eine Ahnung, wessen Kind das ist? Nee, wir hatten in der letzten Zeit kaum noch Kontakt. Ich muss jetzt weitermachen. Besuch doch mal Gabo. Der wird sich freuen. Mensch, David, komm mal hoch, ey. Drei Tagen kommt der Stoff, wir haben noch einiges zu erledigen. Du blödes Arschloch. Toto ist noch nicht mal unter der Erde. So beschätzt? Setz dich auf! Ohne Toto kriegen wir Schwierigkeiten mit dem Vertrieb. Das waren alle seine Kontakte. Du musst uns der Blochengegend helfen.
Er hat Nerven, Mann. Taucht nach 15 Jahren einfach auf und sagt, der Toto ist tot. Wahrscheinlich denkt er, ich war es, Scheißbulle. Komm, lass den Bloch in Ruhe. Er hat wenigstens geschafft, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen. Dann wir haben es nicht geschafft, oder was? Jetzt mal redest du so Müll, ey. Du musst was essen, Süße. Mach den Kram raus, was soll das denn? Mach den Toto auch nicht wieder lebendig. Kamen heute am Berliner Flughafen Tegel die ersten Aussiedler aus Kabul. Hast du das gefunden? Nach dem Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan in Deutschland aufgenommen, da sie in ihrer Heimat Repressalien durch die Vielleicht ist Arian da mit dabei. Sie waren als Vielleicht kommt er aber erst mit der zweiten Welle. Ich spiele jetzt in der ersten Bundesliga. Verstehst du? Was will Ahmed hier? Na was wohl? Der feiert, dass er Toto kalt gemacht hat. Denkst du manchmal dran? Woran? Ach so, Argentinien. Die Farben und die Pferde. Da ist jemand mitgekommen, der nicht auf der Liste steht. Die ganzen Informationen, die Sie Wer steht nicht auf der Liste? Das Baby. Das Baby. Guten Abend, mein Name ist Katrin Steinbrenner. Und ich heiße Sie im Namen des Innensenators von Berlin herzlich willkommen. Arian Jahani. Unsere Tochter Feruzia ist erst vor 5 Tagen geboren worden. Und ich habe das alles in Kabul bereits angegeben. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden Sie sicherlich nicht ohne Ihr Baby in Deutschland willkommen heißen. Das verspreche ich Ihnen. Noch dazu so ein süßes. Herzlichen Glückwunsch. Lieutenant! Hey, Süße! Na, alles gut bei dir? Lieutenant? Lochin. Was gibt's denn? Lammkeule, marokkanische Art. Papa will die Gewürze aufbrauchen, die wir letztes Jahr in Marrakesch gekauft haben. Ja, verstehe. Okay.
Noch Platz hier draußen? Ja, klar. Es gibt Neuigkeiten, oder? Ja. Okay. Also. Wie hat der Arzt sich ausgedrückt? Die schon seit langem diagnostizierte Multiple Sklerose ist jetzt in eine neue, sogenannte progrediente Phase übergegangen. Das heißt, dass die einzelnen Schübe jetzt öfter und länger auftreten werden. Und dass nach den Schüben Zustände zurückbleiben können, die mich stark einschränken bzw. nicht mehr heilen. Wie zum Beispiel? Motorische Einschränkungen, kognitive Störungen, Antriebslosigkeit, Depressionen. Also, zum Beispiel. Essen ist fertig! Komm, lass uns reingehen. Lochin hat sich echt den Hintern aufgerissen für seine Lammkeulen. Okay. Probiert nochmal. Mit Augen zu. Dein Handy klingelt die ganze Zeit. Wir brauchen eine Klimaanlage. Hast du nicht gesagt, das sind Umweltkiller? Ist mir egal. Aber jetzt kann doch kein Schwein schlafen. Mach dein Handy aus. Handy nervt. Ich geh heim. Fängt gleich sowieso wieder an. Sonst alles okay? Bauchweh. Das kommt von den Nüssen, hab ich dir gesagt. Von Nüssen muss ich pupsen, krieg aber keine Bauchschmerzen. Mama! Ah, wir sind raus. Richtig? Magda? Du, sag mal, du hast so ein Kind, oder? Ja, und kein Mann dazu. Na und? Nein, da war ein Kind in der Wohnung, das weiß ich. Ich weiß das einfach. Es muss doch irgendwelche Unterlagen geben. Jugendamt, Krankenhäuser oder so.
Dann musst du das wohl recherchieren, oder? Ich weiß, es klingt komisch, aber ich schaff das gerade nicht. Kannst du das für mich machen? Bitte. Das fühlt sich gut an. Okay. Weil du es bist. Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Doreen Martin. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Doreen, ich bin's, Blochin. Ich muss mit dir reden. Über Gabo. Ruf mich mal zurück. Guten Tag, Lochin, wir haben einen Termin. Ja, Frau Lochin, kommen Sie, der Doktor erwartet Sie. Schlechtes Zeichen. Was? Dass wir nicht warten müssen. Magda? Guck doch mal, ob du nicht doch was über dieses angebliche Kind da, dieses, von dem Blochin die ganze Zeit redet, ob du da... Ah, ja, von dem Kind, ja. Kein Problem. Ja? Gut. Wir müssen ein alter Kumpel von der Drogenfahndung, Kayubo. Ich müsste mal ganz kurz mit ihm sprechen, ist das okay? Danke, dass du gewartet hast. Ein bisschen länger gedauert da drin. Kein Thema. Alles klar mit deiner Wüste? Was wisst ihr über Toto und Gabo? Toto ist auf Limit, schon eine ganze Weile. Organisierte Kriminalität heißt es aber. Pogelett, niemals. Warum hast du keinen Arzt gerufen? Oder? Du hättest ja mich auch anrufen können. Lori, ich hab MS. Ich werde jetzt öfter mal einen Schwächeanfall kriegen oder erkippen oder sonst irgendwas. Was willst du denn machen? Willst du jedes Mal einen Arzt rufen oder was? Du kannst ja deine Krankenschwester organisieren, die mich auf Schritt und Tritt beobachtet. Baby, jetzt lass die Blumen stehen. Ich komm schon klar! Okay. Wir machen es so, wie du sagst, ja? Dominik hat mich angerufen. Mich ausgefragt, ob er dich, wo du bist und was du machst. Ich konnte ihm keine Antwort geben. Was hast du da? Willst du mir irgendwas sagen? Es gibt ein paar Probleme, aber es ist nichts, was man nicht schaffen kann. Ich hab alles im Griff. Lori, du hast gar nichts im Griff. Überhaupt nichts. Wir beide haben überhaupt nichts im Griff. Wir wollen zu Biomarkt gehen. Was heißt Gemüse auf Spanisch? Patata. Fast richtig, ja? 99 Punkte, okay? Sie ist gut, deine Tochter. Sie hat Talent. Como se dice en Deutsch? Das flutscht wie warme Butter. Wie geht's deiner Frau? Besser. Ich komme mit einkaufen. Warst du wirklich schon mal im Gefängnis? Ja, ich war im Gefängnis. Das Thema lassen wir jetzt lieber, okay? Nein, warum? Es ist wahr. Und dein Papa, er hat mich ins Gefängnis gebracht. Was im Gefängnis? Oh, ich erzähl dir mal, was nachts im Gefängnis los war, okay? Magda, was geht's? Hey, ich bin in dem Haus, in dem Toto Heinz gewohnt hat. Ich habe noch mal die Verhörprotokolle überprüft. Also bevor das BKA übernahm. Und hier gibt's eine Grit Josefi mit einem 2-jährigen Kind. Ja, und? Laut Jugendamt hat sie kein Kind. Oh. Was sagt sie dazu? Ich habe
fast eine Stunde mit ihr gesprochen, aber sie verstrickt sich ständig in Widersprüche. Ich verwette meinen immer noch ziemlich knackigen Arsch darauf, dass das Kind von Toto ist. Toto hat ein heimliches Kind und diese Grit hat ihm beim Großziehen geholfen. Und Gott weiß, man braucht Hilfe. Bringst du sie aufs Revier? Natürlich. Okay, ich melde mich, Magda. Okay. Das ist auch viel gesünder, weißt du? Tust du mir einen Gefallen? Bringst du Grille nach Hause? Und zwar schnell. Sí, claro.